Tag, Löwenfreunde. So, Wetter ist bescheiden. Ich bin trotzdem in Krefeld angekommen. Nicht unweit von der Sporthalle Königshof bin ich jetzt hier auf einem Parkplatz gelandet. Denn hier wohnt Sebastian Bartmann, unser Löwe, der auch Ingo genannt wird. Ich werde ihm jetzt ein paar indiskrete und äußerst unbequeme Fragen stellen. Und ich hoffe, ihr werdet dabei ein bisschen Spaß haben. Ich weiß jetzt auch, warum Krefeld Gartenstadt heißt. Sehr viel Grün. Ja. So, Ingo und ich gehen jetzt raus, weil das Wetter so geil ist. Und der Ingo zeigt mir ein bisschen Königshof. Ja, gehen wir mal zu der alten Heimspielstätte, bevor ich bei der SG Rating gespielt habe. Bist du Fahrrad gefahren oder wie? Ich bin zu Fuß gegangen jedes Training. abends um 22 Uhr dann im Dunkeln über den matschigen Weg nach Hause. Hat sich keiner geklaut? Mein Fahrrad. Dich? Nein, mich hat keiner geklaut. Das wird auch schwierig. Hier ist schon mal ein kleiner Spielplatz. Hat der kleine Ingo hier gespielt früher? Nein. Der kleine Ingo ist geboren in Uerdingen und hat Handball spielen gelernt in Uerdingen. Ja, da sind wir auch schon. Da ist die Königshofer Halle. Königshof. Von da aus hast du, glaube ich, auch einen komischen Spitznamen mitgebracht. Oder war das noch eine Station vorher? Mein damaliger Trainer und meine Mannschaft fanden es immer ziemlich lustig, was ich während des Spiels so mache mit meiner Zunge. Ja, dann hat mein Trainer mal nachgeguckt im Latein. Heißt lange Zunge Lingus. Ihm war dann der Name Lingus zu lang und in dem Namen taufte dann der Name, Kurzname Ingo auf. Und deswegen bin ich halt Ingo getauft worden. Wie kommt der Name jetzt nach Ratingen? Das muss man noch erklären. Ja, der Name nach Ratingen ist gekommen durch meinen damaligen Mitspieler und jetzigen, ja, ich sag mal Manager, Bastian Schlierkamp. Damian Janus hat den Batti getauft, das wollte der nicht. Ja, der ist da, glaube ich, so ein bisschen eigensinnig. Ich bin auf meinem Weg hin über die A40 und die A57 gekommen und ich meine, deine Arbeitsstätte gesehen zu haben. Kann das sein? Ja, das ist richtig. Ich bin, man kann die von der A57 aus sehen. Das ist der Schempark in Uerdingen. Du bist also handwerklich sehr begabt. Das kann man übrigens auch bei den Heimspielen der Löwen sehen. Der geneigte Handballzuschauer hat es erkannt. Die Harzdepots der Spieler speisen sich aus einer bestimmten Vorrichtung, die dieser junge Herr gebaut hat. Gebaut ist das, sind die Ständer aus Regenrohren, aufgeschraubt auf einem Brett. Und das sah natürlich unlackiert ein bisschen doof aus. Deswegen habe ich mir dann überlegt, komm, machst du es in SG-Rot. Und dann haben wir schöne Hartständer und versauen den Boden in der Halle nicht. So sieht es nämlich aus. Hier sieht den Spielplatz. Hier hat der kleine Sebastian Bartmann nicht gespielt. Nicht gespielt. Was ist denn deine größte Ablenkung, wenn du mal nicht in der Handballhalle rumhängst, mal nicht auf der Arbeit bist, sondern Zeit hast für dich und deine Hobbys? Was machst du am liebsten? Ja, neben meiner Arbeit bin ich zurzeit noch in der Meisterschule unterwegs. Das heißt, für weitere Hobbys ist eigentlich ziemlich wenig Platz. Ich mache dort meinen Industriemeister Metall. Also ich bilde mich weiter. Ja, neben der Schule, neben dem Handball, neben der Arbeit habe ich dann noch meine liebe Frau, die mich in allen Sachen unterstützt und die mir absolut den Arsch frei hält, auf gut Deutsch. Und verbringe mit ihr dann in den freien Stunden super gerne die Zeit. Ja, wir müssen bei jedem Spiel in der dritten Liga hellwach sein. Ich hoffe, wir haben es begriffen, dass jedes Spiel für uns wichtig ist. Wir sind nicht die Mannschaft, die jeden Gegner mal ebenso schlägt. Wir müssen jedes Spiel hart erarbeiten. Und so auch am Sonntag um 17 Uhr in Soest. Zack, weg ist er.
Das war die erste Ausgabe, kleiner Testballon. Mal gucken, wie es wird, wie es bei euch ankommt. Ich hoffe gut. Ansonsten sehen wir uns in der Halle am Sonntag oder spätestens beim nächsten Heimspiel. Bis dahin.